Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Tutorial von Malvindo. Und da ich jetzt schon 50 Videos habe, und bereits 12.258 Aufrufe und 1.122 Kanalaufrufe und 21 Abonnenten habe und 8 Freunde, darunter auch ein paar wirklich lustige Leute, wie die Welt der Wissenschaft oder Best of Science, Kinofilme und so weiter. Und natürlich die ganzen anderen, an die möchte ich auch nochmal Danke sagen. Und ja, heute wird es um VirtualBox gehen. Und da werden wir uns dann eine virtuelle Maschine erstellen. Gehen wir mal auf virtualbox.org. Virtualbox.org. Und ja, dann gehen wir mal auf Downloads. For Windows Hosts. Hier. Zum Download klicken, aber das mache ich jetzt nicht. Ich habe es schon runtergeladen. Ja, dann bekommen wir jetzt hier so eine Echse. Mal kurz umbenennen. Das wird zweimal mal weg. So, das passt auch in eine Zeile. Und ja, dann würde ich mal sagen, füllen wir die gleich mal aus. Ausführen. Ja, was können wir damit machen? Dann schauen wir uns mal dazu kurz die Screenshots an. Ja, und wir werden jetzt dann auch Ubuntu 10.10 verwenden. Und ungefähr so wird uns das dann auch schon, bloß dass ich halt, ja, hier XP habe. So. Ja, genau, so wird es dann ausschauen. Hier so, bloß dass wir dann halt hier ein Ubuntu haben und hier die. Also, genau andersrum werden wir es machen. Ja, so eine virtuelle Maschine, die ist natürlich was ganz Gutes, wenn man Ubuntu hat. Next, Networking müssen wir installieren. Ja, Bridge Network und Host Only Network, Python Support und ja, das also einfach alles anwählen. Dann auf dem Desktop können wir machen. Shortcut in the Quick Launch Bar. Machen wir jetzt mal nett. Ja, machen wir schön weiter kurz. Und da installieren wir uns jetzt eine komplette virtuelle Maschine. Da können wir Windows 7 ausführen, Ubuntu, Mac, also was heißt Mac, aber iOS halt, wie, als hätten wir einen Mac-Rechner und eben diese ganzen anderen Betriebssysteme, die es sonst noch so auf dem Markt gibt. Ja, also wie ihr seht, ich lade mich hier schon mal währenddessen schnell Ubuntu runter, das wir dann verwenden werden. Also, und ja. Weil das würde jetzt ein bisschen lang dauern, wenn ich das alles in einem Video mache, noch das runterladen, weil es ist ja wirklich nicht sehr spektakulär. Ja, bis dahin zeige ich euch mal schnell, wo wir Ubuntu herkriegen. Gehen wir einfach mal Ubuntu 10.10 ein. Download wäre vielleicht noch nicht schlecht. Dahinter zu setzen müssen wir aber nicht unbedingt. Ja, und ja. Ich lade das bei Chip runter, weil die halt wirklich einen schnellen Surfer haben. Naja, jetzt nicht mehr, aber die haben schon manchmal 1,5 Megabyte.
Megabit-Download-Rate, und das ist schon, das sind 2 Megabyte pro Sekunde, das ist schon ziemlich viel. Gehen wir mal auf die Homepage von Ubuntu, es ist ubuntu.com. Ja, und was? Download Ubuntu Netbook. Ja, also wenn wir auf Netbook gehen, dann gibt es da eine sehr kleine Version oder eine sehr optimierte dafür. Ich weiß es eigentlich auch gar nicht, wie groß die ist. Können wir mal Download klicken. Start Download. USB Drive. Try it, install it. Klicken wir mal drauf, wie groß das Teil ist. Ja, FTPS wie Bonn. Speichern kurz. Nur so aus Testzwecken. Ja, es ist auch so groß. Bloß, dass wir eben abbrechen. Bloß, dass wir halt Moment. Bloß, dass wir eben hier eine für Netbook optimierte Version haben. Ja, okay, 6 Sekunden noch, dann haben wir es runter. So, bis dann müsste jetzt auch mein Dings. Ach, immer noch Installation. Also, das dauert ein bisschen, bis das alles installiert ist, denn es ist ja so, als würdet ihr quasi die komplette Hardware oder Treiber für einen Rechner installieren. Das dauert auch ein bisschen. Also, habt da ein bisschen Verständnis dafür. Ja, für den Desktop ist das, was ich mir gerade runterziehe. Ja, Installation fortsetzen, das ist der Treiber. Ja, und in diesen 600 Dingens da großen, 700 Megabyte großen Ding, ist schon E-Mail, Chat und komplettes Open Office drinnen. Ja, man kann sich jetzt mal vorstellen, was dagegen Windows ist, denn ich finde es sehr bemerkenswert, Ubuntu kann man unter braucht man keine Installation dazu. Also man kann es natürlich installieren, das ist schon klar. Aber man kann es auch einfach brennen, dann auf CD brennen natürlich und dann einfach die CD reinschieben in das Laufwerk. Ja, Installation fortsetzen. Und ja, dann war es das schon. Und man muss es nicht unbedingt installieren, man kann es direkt da, ja hallo, man kann es direkt davon verwenden, okay, man kann es direkt davon nutzen von CD aus. Ist natürlich ein bisschen langsamer, ist klar, aber ja, können jetzt nochmal Why Use Ubuntu anschauen. Hä? Ach, verdammt, der installiert gerade den Treiber. Ja, jetzt kommt, ist schon in Ordnung. Ja, jetzt müsste wieder gehen. So. Ja, ist ja gut. Ja, Ubuntu ist einfach zu benutzen. Es ist einfach auszuprobieren, wie ich gerade gesagt habe. Und zu installieren. Es ist schön stylisch, ja. Kann man sich jetzt drüber streiten, wobei es ist wirklich hier, man sieht schon, es ist gut gemacht. Also wirklich, muss ich nicht mehr verstecken. Und es ist vor allem schnell. Schnell und sicher. Also wirklich sehr, sehr schnell und wirklich sehr sicher. Ja, die Community, okay, gut. Die Community von Windows ist wahrscheinlich etwas größer. Aber naja, gut. Ja, es gibt schon 6 Jahre Ubuntu. 13 Versionen sind schon rausgekommen. Und keiner hat sich gekümmert, angeblich. Naja, gut. Also ich benutze Ubuntu, weil es mir gezeigt hat, ja, was ein Virus ist, ja, weil es wirklich für Ubuntu kaum Viren gibt. Nicht, weil es jetzt unbedingt fehlerfrei programmiert wurde,
sondern einfach nur, weil es sich kaum lohnt. Da das sehr wenige nur nutzen, oder was heißt sehr weniger, aber wesentlich weniger als Windows, und deswegen lohnt sich das für die Hacker nicht. Es ist nicht so, dass es keine Viren gibt. Achtung, da muss man wirklich ganz klar Nein sagen. Es gibt Viren dafür. Aber bei weitem nicht so viele wie für Windows. Ja. Okay, gut. Das war jetzt eigentlich schon mal das alles mit den Vorteilen. Ja. Also wirklich. Starten wir zwar noch nicht. Es gibt wirklich alles, was man so braucht, aber für Softwareentwicklung mit Visual Basic und so, da kann man wirklich ganz sicher sagen, vergiss es. Oder was heißt vergiss es, aber es ist extrem schwer. Ja, gut, jetzt haben wir schon mal hier das Icon. Haben wir mal die Installationsexe raus. So, jetzt haben wir halt noch die Verknüpfung. Mit der können wir jetzt unsere virtuelle Maschine starten. Die müssen wir nur noch mit einem ISO-Image befüttern. Das habe ich mir ja gerade runtergezogen, wie ich gezeigt habe. So, also das dauert jetzt nur so lange, weil ich ja, einen sehr starken Quantizer eingestellt habe. Das heißt, es gibt kaum Qualitätsabschläge bei meinem Video. Und es wird trotzdem stark komprimiert. Das geht natürlich alles auf Leistung vom CPU. Kann man kurz zeigen. Also bei euch ist das natürlich schon alles viel schneller und so. Natürlich. Man sieht schon hier Systemleistung. Die schon ziemlich oben. Ich kann mal kurz Recorder zeigen. Die Recorder-Echse. Da ist er. 62% mal ganz schön, einfach so. Ja, also doppelt so schnell bei euch. Gut, ja. So, dann haben wir jetzt schon mal VirtualBox installiert. Und jetzt werden wir dann eine neue Maschine erstellen. Das aber erst im nächsten Video. Abonniert mich. Ciao.